Hallo zusammen, herzlich willkommen Hallo. in unserem Live-Chat nach dem Digital Swiss 5-Rennen. Ich bin Emma Puri, ich bin Projektleiterin Fast and Female bei Swiss Cycling. Fast and Female ist ein Förderprojekt von Swiss Cycling für Frauenradsport. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich mache mich schnell ein bisschen schlau mit dem Bildschirm. So, gut. Wir haben das Glück, dass wir heute Marlen Reusser bei uns als Gast haben auf dem Live-Chat. Herzlich willkommen, Marlen. Also, um Hallo. ihr kurz vorzustellen, also Marlen Reusser ist Profi-Velofahrerin beim Team Bigla Katusha. Sie ist auch Schweizer Meisterin im Zeitfahren und Straßenrennen und sie hat letztes Jahr 2019 beim European Games das Goldmedaille geholt im Zeitfahren auch. Herzlich willkommen, Marlen. Danke für deine Zeit und ich frage dich ganz kurz zuerst, wie hast du es heute gefunden, das Rennen? Hast du geschaut auf SRF? Ja, klar. Ja, ich bin jeden Tag beeindruckt von den Wattwerten, die diese Jungs drücken. Ich kann Ja. das nicht fassen. Insofern, das finde ich spannend und beeindruckend. Und ich fand es auch lustig zu sehen, dass das System eben manchmal versagt, dass man da auch einen Fahrer mal rausnehmen muss. Ja, es ist Aber genau, eine Frage bei solche Rennen, wo alle separat heimfahren. Es muss kontrolliert werden, ob die Watt überhaupt stimmen. Und das braucht eine gewisse Kalibration, damit es funktioniert, oder? Als Rennen, das ist. und das Gewicht, ich meine, du kannst irgendwas angeben, Ja, genau, ich würde auch gerne ein anderes Gewicht manchmal eingeben bei solchen Online-Rennen. Ja, das stimmt. Und es gab heute eben, wie du gesagt hast, diese Kontrovers mit dem führenden Fahrer, seine Wattwerte wurden als unrealistisch geschätzt und dann hat etwas nicht gestimmt mit der Kalibration angeblich. Ein bisschen schade eigentlich, aber ich glaube, wir lernen alle bei diesen Online-Digital Races, weil ja, sie sind halt ganz anders wie im normalen Leben, oder? ich glaube, ja. Und ich glaube, die Rennen lernen auch noch von sich, weil im Moment, ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen langweilig, so ein Rennen zu schauen. Und ich denke, man könnte noch ein paar Sachen einbauen oder ändern, damit das spannender würde auch und vielleicht ein bisschen mehr Zukunft hat, wenn es dann wieder Ja. nötig Ja, vielleicht ein zusätzliches Challenge. Sie müssen so juggeln auf dem Velo oder so gleichzeitig. ist. Ja, Sonst ist es nur Schwitzen. Ja, oder ich dachte heute, warum nicht sowas wie Super Mario, weißt du, ein bisschen Zufallsfaktor reinbringen? Ja, cool. Wie, Ja. es gibt wie ab und zu was, das reinfliegt und dann musst du einen Sprint machen und der beste Sprint macht für 10 Ja. Sekunden, kriegt ein paar Meter gut geschrieben oder irgendwie solche Sachen, die dann halt random sind. Aber ich meine, das Ganze ist sowieso schon mehr Ja. random als ein normales Rennen und das wird es dann ein bisschen attraktiver machen, wahrscheinlich. Ja, genau, weil ich meine, der große Unterschied zwischen so einem Digital Online Race und ein echtes Velorennen ist, dass es braucht quasi kein Skill, oder? Also, die müssen einfach Watt drucken. Und ja, Watt sind beeindruckend, aber das ist nicht das, was schwierig ist an einem Velorennen. Ist auch nicht das, was eigentlich spannend ist. Das ist der Taktik. Die Entscheidung, wann man angreift und wie man die Karten spielt, es ist viel mehr als nur Watt. Es ist, also wie jemand mal gesagt hat, es ist wie Schach auf dem Velo. Also man muss richtig viel denken, oder? Also ich war immer müde im Kopf nach dem Rennen, oder? Wie findest du? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, es wäre auch ein Fehler zu sagen, die Rennen digital müssen gleich sein wie die Rennen auf der Straße. Ich Ja, denke, klar. Ja. es ist wie eine neue Disziplin im Radsport, die sich ja Ja. schon vor der Corona-Krise entwickelt hat ein bisschen und die sicher auch eine Zukunft nebendran hat. Aber ich denke, wenn ich das schaue, wie das jetzt läuft, ist das bestimmt in den Kinderschuhen. Auch das System, ich meine, dass es keinen Drag gibt in diesem System, also dass die Trittfrequenz zum Beispiel nicht übernommen werden kann vom System, Ja. solche Sachen müssten rasch kommen. Und dann denke ich halt, das Rad ist was, im Winterhalbjahr ist es einfach nicht so toll oft draußen. Und das hat schon für Training und sicher auch für Rennen Ja. Zukunft, aber es wird sich noch entwickeln, ja. Ja. Und fährst du auch so solche Digitalrennen oder auf digital überhaupt das Training im Winter? Ich bin noch nie ein Rennen gefahren,
Aber im Winter bin ich schon, wenn es nötig ist, mal auf der Rolle. Ist nicht mein Hobby. Nein, nein, man hat Spaß draußen. Aber ich meine, du bist bekannt, dass du bist extrem stark, oder? Und ich glaube, also ja, wenn man stark ist, wenn man gut Watt pro Kilo leisten kann, sind solche Rennen eigentlich ideal. Also ich meine, mir wurde mal gesagt, dass ich soll solche Rennen probieren, weil ich technisch nicht so begabt war. Ja, oder der Lockt Berghof. es, wie bitte? Ja, aber Der lockt es dich Berghof nicht an ist als Zeitfahrerin? Du bist also physisch gemeint, du wärst hervorragend für solche Rennen. Lockt es dich an? Bist du neidisch auf den Männern, dass sie solche Rennen haben? ja, also persönlich ich bin so hin und her gerissen, weil ehrlich gesagt, das scheißt an, oder? Du bist heute eine Stunde 15, also ja, eine Stunde 15 am Limit. Das ist nicht was ich jetzt mich drauf freuen würde. Gleichzeitig denke ich, es ist super gut für die Fahrer, das haben auch schon die anderen Leute gesagt, die halt nur drinnen sind, die nicht Ja, ja, draußen ja. machen. Und auch als Ziel ein bisschen. Also wenn das jetzt eine größere Sache wäre, denke ich, wäre das sicher ein wichtiges Ziel für uns jetzt in einer Corona-Krise. Plus Teams, es gibt halt Sichtbarkeit. Ich meine, es gibt Ja. keine Wettkämpfe jetzt, es gibt nichts. Und für die Ja. Teams und für die Fahrer ist es Ja. sicher im Moment extrem wertvoll. Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht, auch dass da für die Frauen noch nichts mehr läuft. Auch wenn ich dann Ja. nicht so gerne fahre. Ja, es ist so eine komische Sache. Man will es nicht wirklich gern machen, aber trotzdem, wie du sagst, die Sichtbarkeit für den Sport ist extrem wichtig. Und ich glaube, es wäre sicher gut für Frauenradsport, wenn es auch so eine Serie gäbe. Und ich meine, logistisch gesehen, ist so ein Digitalrennen ist extrem gut skalierbar. Also ich meine, es gibt immer diese Argument im Radsport, dass bei vielen Herrenrennen gibt es kein Frauenrennen daneben. Also es gibt schon Ausnahmen wie Flèche Wallonne, Flandern. Aber bei Tour de Suisse zum Beispiel, bei Tour de France gibt es keine Frauenrennen. Und es wird oft gesagt, ja, es ist logistisch zu schwierig. Und jetzt bei Digitalrennen, das stimmt überhaupt nicht. Das ist logistisch nicht so schwierig. Also die meisten Profifahrerinnen haben eh ein Smart Trainer daheim. Jeder hat ein Handy. Also ich muss sagen, ich würde sehr gerne ein Frauenrennen sehen, weil ich glaube, die Frauen sind genauso ehrgeizig. Also ich habe dich nie im Rennen gesehen. Also ich habe nur deine Resultate können schauen. Und Frauenrennen sind allgemein weniger am Fernseher, obwohl sie extrem spannend sind. Also mir ist immer passiert, dass so bei Olympia und Weltmeisterschaften haben mir nachher so viele Leute gesagt, hey, das ist aber ein cooles Sport. Weshalb kann ich nicht mehr Frauenrennen schauen? Und genau jetzt Ja. wäre das Moment, finde ich. Also, oder? Du sprichst mir absolut aus dem Herzen, Emma. Ich denke auch, das wäre ideal, wenn die Frauen gleichzeitig starten wie die Herren in diesen Rennen, weil Ja. sowieso, wie ich gesagt habe, es ist als Zuschauer wahrscheinlich etwas langweilig und es hat gut Platz, beides zu kommentieren und zu zeigen. Ja. Und ja, du sprichst mir aus dem Herzen, ich wäre Ja. absolut verstanden. Ja. Also, Und ich würde sehe. es weitermachen. Also, Ja. 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 Es ist halt natürlich eine sehr schwierige Zeit für allen mit dieser Corona-Krise. Und ich meine, das Problem, dass es kein Velorennen gibt, ist im Vergleich mit dem großen. Eben nicht so groß, aber ich sehe es vielleicht als Möglichkeit für den Sport, dass es auch eine Plattform und ein Fenster gibt im Frauenradsport. Also ich hoffe, dass es kommt. Also ich glaube, es wird schon besprochen. Also du hast gesagt, es ist nicht dein Hobby, auf der Rolle zu fahren, aber wenn es Rennen gäbe, wenn es eine Chance gäbe um ein Schweizer Trikot Virtual Cycling, also würdest du mitmachen? Ja, sicher auch ohne Trikot. Ich wäre froh für den Sport und für alle. Ich würde sicher mitmachen. Ja. Ja, ich muss sagen, wenn ich da geschaut habe und ich sehe, es ist nicht nur der Avatar, der fährt, sondern es wird auch gefilmt, wie die schwitzen und leiden. Und das wäre für mich der Horror. Also ich habe zweimal in meinem Leben so ein Online-Rennen machen müssen auf Zwift, live gefilmt und es war so peinlich. Also ich meine, tropfnass nachher vom Schwitzen. Ja, aber Emma. Ich fände das gut, weil ich habe manchmal den Eindruck, Frauen haben immer noch das Gefühl, ja, Frauen im Sport, das muss schön aussehen, oder wir müssen noch ein gewisses Bild machen und ein bisschen so dieses Schwitzen, Atmen, grusig,
das passt nicht zu Frauen. Und deshalb denke ich, es wäre, sorry, schnell, ich muss das einstecken. Aber ich bin voll einverstanden mit dir. Also, es wäre und gut, jetzt wenn ich überlege, was ich gerade gesagt habe, du hast voll recht. Also, weshalb sollen Frauen nicht schwitzen und tropfnass? Nein, und ja, im ja. Gegenteil. Im Gegenteil, ja, ja. Ich denke, das habe ich selber auch erlebt, als ich mit Sport angefangen habe, so in den Rennen, halt, wenn du ans Limit gehst, wir wissen, du keuchst, du schwitzt, es ist grusig, du bist einfach, und dann habe ich gedacht, yeah, das kann ich jetzt nicht bieten, und deshalb habe ich nicht Vollgas gegeben am Anfang, weil ich gedacht habe, das ist kein, und das geht gar nicht. Du hast voll recht, und ich nehme es zurück, ich wäre gern gefilmt am Schwitzen. Zum Glück bin ich nicht mehr Profi, ich muss es nicht machen. Aber ja, du hast voll recht, also weshalb sollen, also es wird nie über Männer gesagt, die müssen schön aussehen beim Sport machen, also ich glaube, das ist eigentlich eine von den größten Sachen, was du als Sportlerin für deine Zuschauer und vor allem Zuschauerinnen widmest, ist, du gibst denen Erlaubnis, also schau mal, da ist ein Vorbild, die ist voll vorbildlich und sie schwitzt und ihr ist scheißegal, ob sie schön aussieht oder nicht. Das finde ich cool. Genau. Danke. Und auch Leiden hat ja eine Schönheit. Ja, total. Ja, ja. Das hat auch oder? Und ich meine, auf jedem Niveau, also ich meine, sei das auf Hobby-Niveau oder auf Profi-Niveau, ich glaube, der Tat, dass jemand an seinem Limit geht, das zeigt eine Wille und das zeigt eine Durchsetzen und das ist vorbildlich. Also ich bin manchmal bei Hobbyrennen so beeindruckt gewesen von den Leuten, die ganz zu Himmels gefahren sind, aber sie geben trotzdem alles. Es ist ja wahnsinnig, was sie machen. Und sie machen das für länger, weil sie sind da halt 10 Stunden statt 5 Stunden unterwegs. Ja. Also darf ich dich kurz fragen? Also ich habe ein paar von den Resultaten kurz besprochen am Anfang. Diese Saison ist durch Corona halt die Rennsaison ist vielleicht ist wirklich über den Haufen geworfen. Und also zum Beispiel viele Rennen sind abgesagt. Wir wissen noch nicht von der UCI, wie es weitergeht mit dem Kalender. Die Olympischen Spiele in Tokio sind jetzt um ein Jahr verschoben. Also du bist eigentlich die Fahrerin von der Schweiz, die 2 Plätze in Tokio geholt hat als Startplätze. Und das war natürlich für dich, ja, für die Schweiz, also für, ja. Und das ist für dich natürlich ein Riesenziel gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Also wie planst du deine Saison, die Motivation, also die Situation? Das kann ich nicht befassen, wie man das als Athletin, wie man damit klarkommt. Also ich bin wahrscheinlich ein bisschen ein Spezialfall, weil ja diese auf jeden Fall, aber ja. Auch die Idee, Marlene könnte an die Olympiade, ist ja nicht vor langer Hand geplant. Und deshalb ist es für mich, ich kann eigentlich nur danke Corona sagen, dass ich das jetzt noch ein bisschen rausschieben kann. Und wenn es dann möglich sein sollte, können wir diesen Sommer noch in Trainingsvarianten oder in Dinge investieren, die sonst nie gereicht hätten. Und ich denke, ich werde nur davon profitieren. Anders sieht es halt auch aus mit den anderen Wettkämpfen oder insbesondere mit den Weltmeisterschaften, von denen ich schon stark hoffe, die werden stattfinden. Also fände ich dann weniger lustig. Aber für mich persönlich, dass die Olympiade verschoben worden ist, ist nur gut. Ja, das ist interessant, ja, weil du bist also relativ neu im Radsport. Also es ist also noch ein Jahr im Vergleich mit den wenigen Jahren, die du gehabt hast zum Lernen und Üben und du bist sicher immer noch auf dem Weg nach oben, oder? Also jedes Jahr Training, was du hast und Erfahrung, bringt dir extrem viel weiter. Das kann ich schon glauben. Und es mag vielleicht für die Zuschauer unglaublich sein, aber und vielleicht wissen manche nicht, dass du erst 2017 eine Lizenz gelöst hast und jetzt bist du eine von den Top-Fahrerinnen des Weltes. Du warst letztes Jahr 6. an der WM in Zeitfahren. Also diese Steigerung ist fast unvorstellbar. Und darf ich dich fragen, also für die Zuschauer, wie bist du zum Radfahren gekommen? Es war nämlich nicht geplant, dass du dann Profi wurdest. Was war der erste Schritt? Was hat es dich zum Radfahren überhaupt gebracht? Ja, ich habe irgendwann meine Sportaffinität entdeckt, dass ich das sehr gern habe. Und dann habe ich immer, ich wollte gerne laufen und Probleme gehabt und dann Triathlon und irgendwann dann immer mehr und mehr Rad. Und das Rad hat mir immer extrem gefallen, weil man draußen ist, in der Natur. Und es ist so eine
Freiheit. Das klingt jetzt pathetisch, aber es ist wirklich so, du erlebst Geschwindigkeit und Fahrtwind und Freiheit und Landschaften. Und das ist ein Teil und der andere ist einfach, dass ich mich gerne ab und zu ans Limit bringe. Irgendwie. Also, ja, 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 ist so gut. Eine Hassliebe zum sich töten, die ich gut ausleben kann dann. Ja, das kann ich gut mitverfolgen, dieses so endlich seine Sportfähigkeit finden. Das war auch bei mir so. Ich habe Radsport auch ziemlich spät entdeckt und wie du, ich hab nicht gedacht, dass das Radsport meine Sport sein würde. Also für mich waren die ersten Erfahrungen ziemlich schlecht, ehrlich gesagt. Also Sattel war falsch, es ist so unbequem. Ja, ja. Also stundenlang auf dem Sattel sitzen war nicht vorstellbar. Also, aber ja, schließlich, ich liebe dieses Sport und ich sehe in deinen Augen, du liebst es auch. Und aber du hast mir mal erzählt von deiner ersten Erfahrung beim Alpenbrevet, also dein erste Hobbyrennen oder so. Und ich fand diese Geschichte so lustig, aber also so interessant und so faszinierend. Kannst du das für die Zuschauer erklären, also dein ersten Alpenbrevet? Ja, also ich wurde von meinem Vater und einer Freundin dazu angesteckt, die das schon gemacht hatten. Und haben gesagt, mach das auch mal. Und das waren 3 Pässe. Heute wird das kein Problem sein, aber damals war das ein großes Fragezeichen für mich. Kann ich das schaffen, das an einem Tag zu fahren und werde ich das überleben und muss ich dann irgendwie den Zug nehmen oder so? Und es war eine Herkulesaufgabe für mich damals und es hat geklappt und das Gefühl danach oder im Ziel war einfach unbeschreiblich und eben solche Gefühle sind es dann eigentlich, die dich immer weiter anstacheln zum Anpacken, zum Weiterfahren dann auch. Das ist so. Ja. Ja, ich finde das so eine coole Geschichte, weil ich meine, es sind so viele Frauen, die erst später im Radsport starten und für sie ist es auch ein Alpenbrevet oder sogar ein Pass ist so eine große Hürde und das kann sie sich gar nicht vorstellen und dann sagst du als Nationalmeisterin erst Top 10 in der Welt und du sagst, es war für dich auch mal, also nur ein paar Jahre vorher war es für dich auch schwierig. Das ist so eine Inspiration für andere Frauen, die sagen, hey, wenn es für die Malen auch schwierig war, für mich ist es auch schwierig, aber vielleicht kann ich auch dann lernen und steigern und vielleicht nicht mal Nationalmeisterin werden, aber es hat, also man weiß nicht vom ersten Alpenbrevet, wie es dann später aussehen wird. Oder? Aber ja, du bist ja ganz, du bist ja extrem schnell gefahren, oder? Trotzdem. Aber ja. nicht bei diesem ersten, da war ich wirklich, weil ich so Angst hatte auch, dass ich das gar nicht schaffe, bin ich super langsam gefahren. Ich habe mir irgendwie eine Limite gesetzt. Ich darf gar nicht schnell fahren, sonst schaffe ich das nicht. Aber du sprichst etwas an, das ich auch so sehe. Und ich denke, gerade für manchmal habe ich das Gefühl, viele Frauen, denen fällt es an Selbstbewusstsein. Und ich denke, das Velo ist was, wo man sich mal probieren kann. Weil man kann etwas probieren, irgendeine Strecke, irgendwas. Man kann sagen, das ist crazy für mich, das ist richtig schwierig. Yeah. Und man probiert es und das Schlimmste, was passiert, ist, man steigt irgendwo unterwegs in einen Zug oder lässt sich abholen oder so. Oder yeah. Du hast nur Risiko und du probierst mal und dann kannst du richtig über deine Grenze gehen und du gewinnst Selbstbewusstsein, meiner Meinung nach. Ja, und ich meine, das Ziel ist, seine eigenen Grenzen zu finden. Es geht nicht um sich zu vergleichen mit irgendeinem Profi oder so. Also wir sehen heute die Wattzahlen von den Profimännern, die Wattzahlen von den Profifrauen werden auch unglaublich. Aber das ist egal, oder? Es ist wie im Laufsport. Also jeder, der einen Marathon läuft, ist beeindruckend. Niemand, es sind seltene Leute, die sich vergleichen mit den Profis. Und ich glaube, im Radsport ist wichtig für Frauen, also sich eine Herausforderung zu setzen und zu sagen, hey, diesen Pass möchte ich heute, hat man etwas geschafft und man spürt, dass das Selbstvertrauen wächst davon. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, jedes Mal, wo ich etwas schaffe, wo ich nicht dachte, nicht, dass ich kann, das gibt mir da ein bisschen einen Schub nach oben. Ja, cool. Also dann hast du, also nach diesem so Alpenbrevet, da braucht man keine Lizenz natürlich, das ist so ein Hobbyrennen, wenn überhaupt ein Rennen. Aber irgendwann hast du dann, also nein, nicht irgendwann, in 2017 hast du dir deine Lizenz geholt und im selben Jahr hast du dann die Schweizer Meisterschaft im Zeitfahren gewonnen. Das ist ja eigentlich wahnsinnig, dass man im gleichen Jahr da Nationalmeisterin wird. Also wie hat es sich angefühlt, als du das Nationaltrikot angezogen hast, als Meisterin? Also erzähl uns. Die lustige Geschichte da war, ich wusste nicht, dass ich ein Trikot kriege. Und als dann vor dem Podium so eine Freundin zu mir gekommen ist, gesagt hat,
boah, so toll, jetzt kriegst du dieses Trikot. Und ich, boah, ich krieg ein Trikot. Wie toll ist das? Oh, das nein, ist echt süß, ehrlich gesagt. Und das hat sich sicher, ich war schon stolz, ja. Ich war sehr zufrieden. Ich war vor allem auch zufrieden, weil ich habe das sehr ernst genommen, diesen Wettkampf. Ich habe mich seriös vorbereitet und ich habe dort mir harte Ziele für mich so mental gesetzt, fürs Pacing, wie ich das fahre. Und ich war zufrieden und bin es noch heute, wie ich das gemacht habe. Und das hat sich eben auch gut angefühlt. Und, und wenn das dann belohnt wird mit dem Schweizer Meistertrikot, dann ist es umso schöner. Ja, ja. Ich meine, es gibt Leute, die fahren die ganze Karriere lang, um eine Nationalmeisterschaft und schaffen das nie. Und du hast es das erste Mal geschafft, sozusagen. Das mag vielleicht ein bisschen einfach tönen. Also von dir, also anfangen, Nationalmeisterin, Profi werden, aber kein Profisport ist einfach, das weiß ich und wissen viele. Und Radsport ist vor allem extrem, extrem hart. Und ich glaube, es hat bestimmt ein paar Hürden und Schwierigkeiten gegeben unterwegs. Was war für dich das Schwierigste am Ganzen, um einen so ein bisschen einen Ausgleich zu stellen zu diesen schönen Momenten? Jetzt allgemein im Sport das Schwierigste, oder? Ah, im Radsport. Im Radsport. Das Schwierigste. Oh, oder es ist schwierig, da was rauszupicken, da die Qual der Wahl ist groß. Okay, das tönt aber man kann das alles als Herausforderung sehen und dann davon ein bisschen ein Positives davon ziehen. Gab es einen tiefsten Moment? Also du bist gestürzt, glaube ich, ziemlich übel. Ja, das war mit Sicherheit der kritischste Moment, genau. Ja. Weil wie du hast schon im normalen Leben, weißt du hast ein Risiko, du kannst Krebs kriegen, du kannst einen Unfall haben, aber wenn du dann diese Radrennen fährst und dann eben einen schlimmen Unfall hast, dann wird dir eins bewusst, halt das Risiko fährt mit. Und dann musste ich mir schon überlegen, ist es mir das wert? Will ich das riskieren? Ja. Ja, es sind schwierige Fragen dann. Ja. Man muss sich schon bewusst machen. Ja. Ja, und ich meine, du hast ja das sind andere Optionen. Also du bist ausgebildet, du hast deine Ausbildung als Ärztin fertiggebracht, du hast sogar deine Karriere so zur Seite gelegt, um Profi-Velofahrerin, Radfahrerin zu sein. Und damit hast du diesen direkten Vergleich. Also du könntest als Ärztin schaffen oder als Profi-Velofahrerin schaffen. Und also diese zwei abzuwägen, ist so, ich meine, jedes Job hat natürlich Risikos und jetzt in der Corona-Zeit ist Medizin auch ziemlich ein Risiko, aber ich meine, ist es dir nicht eingefallen, ja, Velosport, weshalb, es ist so ein Risiko mit den Stürzen und so. Oder hast du das nie überlegt? Also ich habe zum Beispiel oft überlegt, ob ich aufhöre, weil es hat mir so viel Angst gegeben, das Stürzen und die Unfälle und so. Ja, also ich habe schon auch überlegt, ja. Also für den ersten Teil deiner Frage, für mich ist so, ich musste das nicht abwägen, eines gegen das andere. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn meine Radkarriere dann vorbei ist, dann werde ich mich der medizinischen Karriere zuwenden. So, somit muss ich mich zwischen denen entscheiden. Und ich muss sagen, ich weiß auch nicht, diese Frage mit diesem Risiko, das ist schwierig. Ja. Ja, tut mir leid. Vielleicht eine dumme Frage. Nein, aber was ich sage, also ich arbeite an meiner Technik und an meinen Skills, weil es gibt Stürze, die sind fast unvermeidbar, aber viele sind auch vermeidbar. Ja, das stimmt. Und ja, zu den Skills, also ich meine, die als Kind schon angefangen haben mit Radsport, die begreifen es nicht ganz, wie schwierig es ist, als Erwachsene diese Skills zu lernen. Also ich habe es auch in den 20er Jahren lernen müssen. Also ich bin nie gegen die gefahren, aber du hättest mir sehen sollen, ich war die weltschlimmste bergab. Also ich wurde von ganzen Peloton ausgelacht. Ah, die Emma, die fährt weg am Berg, aber kein Problem. Sie verliert schon 5 oder 10 Minuten bergab. Also wirklich. Also ich habe es wirklich lernen müssen. Und es war mir erstens peinlich und es war auch schmerzhaft, weil ich so oft gestürzt bin. Und du hast ja genau das Gleiche, du musst es lernen. Und wie hast du dich damit begonnen? Also es ist ja halt schwierig, diese Themen anzugehen. Also hast du Unterstützung vom Nationalverband gehabt oder vom Trainer? Oder
Oder hast du das einfach vom Buch gelesen? Oder wie macht man das? Kannst du das uns ein bisschen erklären? Ich glaube, das ist wie viele Sachen auf jeder Ebene bin ich am Arbeiten. Ich habe viele Unterstützung gekriegt. Das sind Leute, mit denen ich gefahren bin, die mir Sachen gezeigt haben. Wie fährt Ja. man theoretisch, schon nur, was mir geholfen hat, mal Theorieunterricht zu kriegen. Wie fährt man Kurven? Ja, Wie ja. haltet man sich auf dem Velo? Wie haltet man Ja. das Velo? Und der Nationalverband hat mir auch geholfen. Wir arbeiten mit einem Techniktrainer manchmal und auch der Nationaltrainer selber. Der ist gut an ihm, der hat mir vieles erklärt und vor allem auch hat er Geduld, weil das eines der Probleme ist, du darfst dich nicht gestresst fühlen Ja, genau. in der Kurve, in einer Abfahrt. Du Ja. musst dein Tempo fahren, Ja, das ja. du noch als sicher empfindest. Ja. Und er hat gesagt, nimm dir deine Zeit und das hilft ungemein. Und dann habe ich auch noch gerade nach meinen schweren Stürzen mit einem Mentaltrainer zu arbeiten begonnen, Ja. was für mich auch eine große Hilfe war. Einerseits um die Stürze zu verarbeiten, damit du nicht Ja. immer Bilder im Kopf hast, dann wie es dich hinlegt und andererseits auch im Mental durchzugehen, wie du auf eine Kurve zufährst, wie du dich Ja. ganze mentale, Ja. insgesamt würde ich sagen, habe ich schon große Fortschritte gemacht. Ist noch Ja, Luft ja. nach oben, bin schon sicher Ja. weitergekommen. Ich meine, wenn man sich vergleicht mit Marianne Vos, gibt es immer noch Luft nach oben. Aber ja, also ich meine, the perfect is the enemy of the good. Und man muss nur gut genug sein, um Rennen zu gewinnen. Und du gewinnst halt Rennen. Also ich meine, du bist schon ein hervorragendes Beispiel für, dass man das lernen kann. Also bei mir, also ich stimme völlig zu mit dem Geduld, weil bei mir haben viele gesagt, hey, ja, aber fahr mir hinten nach bergab und ich zeige dir, wie schnell es geht. Nein, danke. Also ich fahre niemanden nach, der schnell bergab fährt, wenn ich Angst habe. Und es wurde mir oft von vielen gesagt, ja, Technik kannst du nicht lernen. Also wenn du nicht bergab fahren kannst, dann, sorry, du gewinnst ja nie ein Rennen. Aber ich hatte damals einen Trainer und er war so geduldig und er hat mir so stundenlang, also tagelang, so sind wir hoch runter gefahren und es ist lernbar. Auch für, also ich bin, ich glaube, mental weniger stark als du und sogar ich habe es langsam begriffen und es ist, es macht mir, was ich jetzt mag am Velofahren, bergab, ist, dass es mich, macht mir Riesenfreude und ich meine, das Lernen, ja, das Schnellsein ist eine Sache, aber die Freude am schnell bergabfahren, das ist ja, es ist Ja. wirklich wie, es ist ein Thrill, oder? Voll. Ja, das Ja. ist auch mein Ziel. Das ist genau dieses Gefühl, muss man haben, dass man Spaß hat an den, ja, Ja, und nicht ja. Angst. Ja. Ja. Ist auch allgemein wichtig, weil ich meine, wenn deine Profikarriere vorbei ist, dann wirst du immer noch Velo fahren und man will das genießen. Das ist ja viel mehr als Rennsport. Das ist auch eine Methode, um gesund zu bleiben. Und ich finde es immer cool, wenn Profifahrer immer zum ganzen Leben lang Velo fahren. Also eine kurze Frage also ich will nicht über deine Zeit nach der Karriere, nach der Profikarriere reden, aber möchtest du die zwei Säulen deinem Leben so die Medizin mit Radsport kombinieren? Also hast du Interesse, so Sportärztin zu werden? Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Ich Mhm. finde vor allem das Gebiet der gynäkologischen Sportmedizin besonders, um die Frau im Sport gerät und ihre Besonderheiten. Das ist ein Gebiet, das noch relativ wenig erforscht und ist und Ja, es auch ja. noch relativ wenig Fachpersonal gibt eben. Also Leute, an die Ja, man ja. sich wenden kann. Konkret mit Fragen und finde ich spannend, aber ob ich es dann mal machen werde, wir werden sehen. Ja, cool. Es kam gerade eine Kommentare auf dem Live-Chat. Marlin ist ein Talent. Schon nach den ersten Jahren im Verein hat sie die Männer abgehängt. Gut Ja. gemacht. Gut. Und jetzt bist du eben dieses Jahr in Team Bigler Katusha eingestiegen. Das ist ein Schweizer Team. Und hast Schweizer Teamkolleginnen. Aber es ist auch, und das ist für viele halt das Ziel, dass die mal in einem Profiteam drankommen. Aber das ist eigentlich das ist ein wichtiger Schritt, wenn man die großen Rennen gewinnen will. Man muss halt mit Profiteam fahren. Aber es ist nicht einfach. Also du bist da als bei vielen Rennen bist du Helferin und da gibt es viel zu lernen. Macht es auch Spaß oder ist es nur harte Arbeit bei dem Team?
Nein, also ich habe ja noch nicht viele Rennen leider erleben dürfen. Aber Ja, das stimmt, ja. es macht ungemein viel mehr Spaß, als es vorher gemacht hat, weil mit so viel Potenzial, also mit so vielen starken Fahrerinnen auch, wo man wirklich was realisieren kann im Rennen, zu fahren und eine Rolle, sei es eine Herrenrolle oder eine Leaderrolle oder was auch immer, einzunehmen, Maß und man fühlt sich anders im Rennen. Man hat, es Ja, ist ein, ja, ich ja. habe jetzt viel mehr Spaß gekriegt an diesen Straßenrennen, als ich vorher hatte, würde ich sagen. Ja, da stimme ich zu, weil Radsport kann ja im Training vor allem ein bisschen einsam sein, oder? Also man hat viele, viele Stunden meistens Training und viele davon allein. Also wenn man Glück hat, hat man einen Kollegen oder Partner, mit dem man fahren kann, oder Club. Also ich bin viel mit dem Verein gefahren, das fand ich toll, aber immerhin gibt es viele Stunden alleine und dann im Rennen so ein Unit zu sein, es ist doch ein Teamsport und man Extrem. gibt ja alles für die Leaderin, oder? Und es macht mega Spaß, habe ich gefunden. Und ich glaube, du bist ja da gleich, ja. Ja, ihr habt Absolut. gut gemacht in Valencia, also vor dem Ja, das Lockdown. war Ja. so cool. Diese Valencia-Rundfahrt, das hat so Spaß gemacht. Und eben, mir hat das Soziale extrem gefällt vorher. Also, dass man dann das Team dann Ja. fungiert und sich gegenseitig unterstützt und Spaß hat, das ist wirklich, das mag ich extrem. Es Das ist, ja. Es ist wichtig, dass man Spaß hat mit den Teamkolleginnen, oder? Ja. Aber ich meine, die Situation für Frauen im Radsport ist schon ein bisschen anders wie bei den Herren, in dem das, ja, du bist auf einem Profiteam, aber als Frau verdient man längst nicht so viel wie einem Mann. Also ein Mann mit einem Palmarès, der würde schon ziemlich heftig verdienen. Und ich meine, es gibt bei vielen Teams verdienen die Fahrerinnen gar nichts. Und diese Situation ist halt, es heißt, es ist ja schwierig für sie, da Profisport zu machen. Und wie wir schon erwähnt haben, es gibt viel weniger, also es gibt schon viele Rennen für Frauen, aber nicht die gleiche wie bei den Männern. Und viele kommen nicht am Fernseher, also man sieht die Rennen nicht als Zuschauer. Das muss schon ein bisschen frustrierend sein, oder? Ja, auf eine Art. Ich denke, es ist frustrierend, weil es dann für viele knapp ist, überhaupt einen Lebensunterhalt verdienen zu Ja. können. Aber ich denke halt, es fehlt an allen Ecken im Frauenradsport. Also man diskutiert immer über die Löhne und die Preisgelder, aber es braucht halt auch die Fans und die Medien. Und es ist, Ja, sage ich, ja. ein Teufelskreis, der sich in einen positiven Kreis verwandeln sollte. Und wenn Ja, genau. Bekanntheit steigt und mehr Leute das schauen. Und ich glaube, ich verstehe es einfach nicht. Es ist, weil die Strukturen so alt sind in diesem Sport. Es ist einfach ein Ja. Männersport. Aber ich bin ganz sicher, wenn die Gesellschaft mal entdeckt hat, wie spannend die Frauenrennen sind und dass die oft ein bisschen Ja. vielleicht im Moment spannender sind, deutlich spannender Ja, als die Herrenrennen, ja. das ändern. Und Ja. als ich in diesen Sport reingekommen bin und begriffen habe, ich hoffe, das nimmt mir niemand übel, wenn ich jetzt sage, rückständig bezüglich Frau-Mann-Gleichheit, Ja. war ich schon sehr schockiert und Ja. bin aber der Dinge, dass sich das bald ändern wird. Es gibt andere Sportarten, die da ein gutes Vorbild sind und ja. Ja. Genau. Ja, es ist schon ein bisschen hinterher. Aber ich meine, es ändert sich schon, es auf positive Weise. Und es gibt letztlich, also in den letzten Jahren, die Cyclist Alliance, die kämpfen für mehr Medienanerkennung in der Sport. Also, dass die Frauen überhaupt, dass die besser unterstützt werden und ich meine von der Visibilität. Weil, wie du sagst, es ist momentan ein bisschen ein Teufelskreis, aber das kann sich sehr schnell in einem so Engelskreis entwickeln, wenn die Rennen am Fernseher kommen, wenn die Leute die schauen können. Das Feedback ist immer sehr positiv. Also also nach jedem Olympia und WM, die am Fernseher gekommen ist, sind so viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey, das ist aber so spannend gewesen. Also weshalb gibt es nicht mehr Frauenrennen am Fernseher? Ich würde es gerne mehr schauen. Und das ist ja voll so. Und ich glaube, ja, ich hoffe, dass das möglich ist. Aber für das Publikum ist das, also die lieben Velofahren. Es ist denen egal, was in der Hose ist eigentlich. Also, solange es ein spannendes Rennen ist. Also und die Frauen kämpfen, also wie du sagst, die Frauen sind echt spannend. Und ja, also ich glaube, das kommt noch. Aber es ist dank Fahrerinnen wie du, die kämpferisch fahren und wirklich das Rennen spannend machen. Aber wir dürfen nicht aufhören, das ein bisschen zu pushen, dass es Mein mehr am Team, Fernseher kommt. unser lustiges Team fährt so. Ja, also es ist eine ganze Teamgeschichte natürlich, ja. Ja, gut. Und ja, also du fährst
Du fährst weiter dieses Jahr, du bist noch voll am Trainieren. Oh ja. Und ja, und du wartest auf Bescheid wegen Rennen oder ja. Wie Ja. sieht es mit dem Trainingprogramm aus? Ja, eben, also wir warten alle auf Bescheid, wann wir, oder ja, man kann es ja nicht wissen, wann es wirklich losgeht, wie es losgeht. Ja. Aber ich habe immer einen gewissen Drive. Ich werde mich nicht auf den Hintern setzen, auf den faulen Hintern setzen bis dahin, sondern die Zeit nutzen, eben vielleicht Trainingsmodalitäten und Dinge integrieren, die wir noch gar nicht machen konnten. Und ich bin froh um diese Möglichkeiten und Zeit. Ich denke, alles hat seine positiven Seiten. Und ich Ja, werde ja. ganz viele Dinge tun, damit ich nächstes Ja, Jahr ja. schneller bin. Ja. Ich glaube, niemand würde dich als faul bezeichnen, aber das ist, du bist ja ein bisschen bescheiden. Ja. Das ist aber super interessant. Also dann frage ich kurz, also was ist dein Training diese Woche? Also wie sieht es aus diese Woche? Nur damit die Zuschauer ein bisschen einen Einblick haben in das Training von einem Profi. Wir müssen schnell sagen, für die weltweiten Zuschauer, also in der Schweiz ist es immer noch erlaubt, dass man draußen fährt. Ich weiß, dass in manchen Ländern ist es noch schwieriger, weil man darf ja nicht draußen gehen, außer für wirklich Notfälle und so. Aber hierzulande in der Schweiz dürfen wir draußen fahren. Also das macht es schon ein bisschen Das macht angenehmer. voll noch mit diesem Wetter. Ich Ja. bin ganz happy. Nein, also ich habe jetzt einen Block mit sehr viel VO2 Max-Einheiten. Das sind sehr anstrengende Einheiten. Ja, eine Tonne von Dingen hinter mir. Und diese Woche haben wir jetzt angefangen mit relativ langen Grundlagenausdauereinheiten, die gespickt sind mit so ein bisschen Übungen, kleine Sachen, ein paar Sprintlis oder ein bisschen Speedspot. Das ist so schneller, aber nicht ganz schnell mal oder sowas. Und zum Beispiel Ja. heute fahre ich über den Gurnigel, die das kennen, war Ne? prächtig. Und morgen, Ja. jetzt 6 Stunden auch, werde ich ein schönes Hürli fahren. Also so, ja, Schön, schönes. schön, schön. Ja. Schön. Aber ich muss sagen, Sweet Spot, das tönt so lecker. Also, es tönt so fein. Dessert, Sweet Spot. Nein, es tut weh, oder? Es ist nicht Ja. so fein, wie es tönt. Ich mache lieber. Gut. Nicht so tragisch meistens, ja. Nein, nein. Gut, dann bist du sicher müde und brauchst ein bisschen Erholung. Und Ah, ich habe Hunger, ich will jetzt essen ja, gehen. okay, dann halte ich nicht mehr davon ab. Also die Etappe heute ist viel länger gegangen als gedacht. Wir hätten schon seit einer halben Stunde Ja. fertig sein sollen mit der Besprechung. Tut mir leid. Ich danke dir recht herzlich, Marlin, für deine Zeit Ich danke. und wünsche dir weiterhin gutes Training und eine gute Saison, wenn es dann wieder losgeht. Und ja, ich bin sicher, dass die Zuschauer Freude gehabt haben beim Hören, Zuhören von was Malen gesagt hat. Danke euch allen fürs Zuschauen und auch beim Rennen. Und nicht vergessen, dass morgen zur gleichen Zeit plus minus gibt es wieder eine Besprechung von Swiss Cycling auf Instagram Live. Vielen Dank, Malen, Enguete. Schönen Abend. Tschüss.